Über das Amityville-Franchise habe ich in der letzten Zeit hier auf meinem Kanal schon das ein oder andere Video gemacht. Ich persönlich hatte in der Vorstellung allerdings immer nur die Standard-Editionen im Keepcase, obwohl es dann als Repack im Rahmen der Super Spooky Stories-Reihe auch noch eine Mediabook-Auflage gegeben hat. Aber das, was uns das große X jetzt liefert, ist natürlich ein deutliches Upgrade davon, denn auch wenn der Film Amityville 5 The Curse nicht zum allerersten Mal im Mediabook erscheint, so erscheint er als Nummer 7 der International Cinema Collection zumindest zum ersten Mal in High Definition auf Blu-ray. Und wie vom großen X gewohnt, gibt's auch dabei verschiedene Coverversionen zur Auswahl. Ich habe mich in diesem Fall für das alte deutsche VHS-Motiv entschieden, das meiner Meinung nach für das Mediabook hier sehr, sehr cool aufbereitet würde. Bei Amityville 5 hatte ich es tatsächlich mit der Coverwahl nicht ganz so leicht, weil es irgendwie mein Stil an reißerischen gezeichneten Motiven nicht unbedingt gab zu diesem Film, aber ich fand auch ehrlich gesagt so dieses fotografierte Gesicht, das durch diese Metalltür schaut, ähnlich wie eben die Hände am Anfang von Day of the Dead beziehungsweise das Gesicht von Freddy Krueger immer wieder, das fand ich auch sehr cool, hätte mich sogar fast dafür entschieden, aber letzten Endes hat dann das doch ein bisschen mehr gezeichnete und demnach ein bisschen mehr nach meinem Geschmack entsprechende VHS-Artwork angesprochen. Da bekommen wir die Tagline "Der Fluch kehrt zurück". Links oben dort, wo wir auf der alten VHS-Kassette eher den Spruch "Es vergingen Jahre bis zu dem Tag, an dem alles wieder begann" fand, wo man sagen muss, der Fluch kehrt zurück, kehrt das alles in 4 Wörtern und demnach wesentlich textunlastiger. Wir finden da ein eigentlich ganz gutes, cooles Bild mit auch einem Ausschnitt aus dem Frontcover von The Conjuring auf bei dem Baum hängend, und der Titelschriftzug hier unten auf dem Mediabook ist zwar ein anderer als damals auf der alten VHS-Kassette von Ascot, ist aber hier auf dem Mediabook meiner Meinung nach wesentlich dezenter, wesentlich kleiner und damit wesentlich unauffälliger und weniger störend. Insgesamt, finde ich, hat es das große X in dem Fall wirklich hervorragend geschafft, dieses Motiv für das Mediabook aufzubereiten. Und hier bekommen wir natürlich eben den üblichen Spine-Look von der ECC und ICC, sodass ich mich persönlich eigentlich schon wirklich freuen kann, einfach dieses Mediabook hier ein paar Zentimeter weiter nach hinten zu orientieren und es in meine ECC/ICC-Sammlung einzugliedern. Schauen wir jetzt einmal kurz auf das Backcover. Da erwartet uns natürlich ebenfalls das gewohnte Design mit einigen Bildern aus dem Film, mit einigen Informationen rund um diesen Release. Wir bekommen auch dieses Mal eben wieder ein Booklet von Christoph Kellerbach, aber ganz besonders cool ist natürlich der extra produzierte Audiokommentar mit Matthias Künecke, Christopher Klese und Gerd Naumann, der hier für diesen Release angefertigt wurde, und zudem gibt es als Bonus neben der Hauptfilmversion auch noch eine alternative und originale Open-Matte-Version, weil scheinbar Amityville 5 auch als Open-Matte-Film gedreht wurde. Im Inneren von dem Booklet das übliche Design mit der eigenen Limitierungsnummer. Irgendwie finde ich das bei diesen Mediabooks eigentlich immer sau cool, dass man die eigene Limitierungsnummer erst im Inneren erfahrt, sodass, haha, Schnapszahl, lalalalala, die 22 von den 333 man eben nicht einfach so nebenbei schon aussortieren kann, sondern das Ding halt eben wirklich auspacken muss. Mit dem Titel Amityville, der Fluch kehrt zurück. Hier dann eben auch die DVD. Und ach ja, das war das vorher eben schon angesprochene Motiv. Finde ich eigentlich auch sehr, sehr cool, dass ich diese Alternative zumindest eben hier auf dem Backcover im Booklet vorfinde. Dann und eben hier die von mir gewählte Version auf dem Frontcover, halt alles textbereinigt. Da noch ein alternatives Motiv. Und dann das Booklet im gewohnten Christoph Kellerbach Booklet Design, weil wir ja eben bei den X-Rated Mediabooks entweder diesen Look haben bei den Kellerbach-Booklets beziehungsweise dann den komplett anderen Look bei den Martin-Beine-Booklets, ist standardmäßig gestaltet, so wie man es da eben gewohnt ist. Aber insgesamt bin ich da ziemlich happy damit, jetzt eben auch diesen Film dann in HD schauen zu können.